Hallo und herzlich willkommen bei den Cook Rebels. Wir machen heute den ultimativen Test. Ninja Speedy. Und das gegen die Zeit. Ninja sagt 15 Minuten für ein komplettes Gericht. Wir wollen wissen, wie viel Zeit brauchen wir wirklich? Reichen 15 Minuten? Wir werden sehen. Wie immer nach dem Intro. Cook Rebels. Wie immer zeige ich euch erstmal, was wir alles brauchen für unser Gericht. Es geht um ein Gericht aus dem mitgelieferten Rezeptbuch. Da sind so ein paar Gerichte drin. Ist ein sogenanntes Speedy Meal. Die sind halt extra drin. Das sind die Gerichte, die in 15 Minuten fertig sein sollen. Wir brauchen auch gar nicht viel. Es geht los mit Creme Fraiche, Nudeln, bisschen Senf, Öl, eine Hühnerbrühe, Hähnchenbrustfilets und ein bisschen Brokkoli. Also das ist wirklich nicht viel, was wir da brauchen. Ninja sagt 15 Minuten für ein komplettes Gericht. Da fällt natürlich raus die Vorbereitungszeit. Also um das hier jetzt alles hier so mir noch hinzustellen und aus dem Kühlschrank zu holen und die Kräuter da anzumischen, habe ich bis jetzt knapp 8 Minuten gebraucht. Ich habe mir Zeit gelassen. Das hätte ich vielleicht auch in 6 geschafft. Aber ich sage mal 8 Minuten. Jetzt gucken wir mal, wie viel Zeit da noch drauf kommt. Ich bin gespannt, es sollte fix gehen. Ich nehme euch mit. Und zwar hierhin. Wir sind im Topf. Jetzt sollte das Ganze eigentlich relativ easy gehen. Wir nehmen Pasta. Wir nehmen Brokkoli. Da haben wir noch ein paar ziemlich große Stücke dazwischen. Die wollen wir noch ein bisschen klein. So. Wir nehmen Senf. Nehmen wir Senf? Den Senf? Ja, nehmen wir auch. Mit einem Löffel. Den haben wir hier. Wir nehmen den Senf. Den packen wir da auch rein. Wir nehmen Creme Fraiche, das knallen wir da auch rein. Das sieht gut aus. Wir nehmen unsere Brühe, die kippen wir da auch rein. Wir nehmen ein wenig Salz zum Würzen, das habe ich hier. So, das Ganze rühren wir um. Und zwar, warum ist jetzt hier meine Kamera ausgegangen? Und zwar rühren wir das einmal um. So, das ist jetzt einmal schön umgerührt. Weg damit. Dann nehmen wir uns einmal unseren Crisp-Aufsatz, klappen diese wunderschönen Dinger um und setzen das Ganze ein. Na, so, da sind ja die Vertiefungen. Das liegt jetzt fest auf. Dann gehen wir einmal an unser Hähnchen dran. Und zwar mit einem schönen Pinsel. Das Ganze pinseln wir damit ein bisschen Öl ein. Oh, jetzt mal die Kaffeemaschine im Hintergrund, aber mal kurz nochmal Alarm. Erinnert mich übrigens daran, dass ich gerne nochmal Kaffee trinken könnte gleich. Oder so leckere Infus Energy, das weiß ich noch nicht so genau, aber eins von beiden wird es dann gehen. Ich brauche Energie! So, jetzt würzen wir das Ganze noch. Das sieht fein aus. Das ist eine Gewürzmischung, einfach so ein bisschen Kräuter der Provence, ein bisschen Paprika, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Nichts Weltbewegendes. Das kommt auf dieses Crisp-Gitter drauf.
So, jetzt wird es interessant. Ich nehme euch mit in die Einstellungen. So, wir machen das gute Stück an. Rapid Cook Mode. Dann geht es darum, ist das Ding richtig eingestellt. Für den Rapid Cook Mode muss man den hochklappen. So. Speedy Meals. Das wollen wir ja auch. Wir drücken Start. Und jetzt geht es in die Pre-Phase. Wir drücken hier auch nochmal Start. Denn Ninja geht an 15 Minuten. Ninja nimmt aber die Pre-Phase, also die Aufheizphase vom Gerät, raus aus der Rechnung. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie lange brauchen wir in echt. Das heißt, ich stelle mich jetzt neben das Gerät und warte, bis die Pre-Phase zu Ende ist, damit ich weiß, wie lange die Pre-Phase dauert. Ich freue mich. Euch nehme ich dann nicht mit, weil es ist scheiß langweilig und wir sehen uns dann, sobald das Ding anfängt vernünftig zu kochen. Bis gleich. Wie man sehen kann, ist die Speedy im Kochmodus. Pre-Phase hat bei mir jetzt gute 10 Minuten gedauert. Das heißt, das Aufheizen vom Gerät dauert so ungefähr 10 Minuten. Das Ganze kann man verkürzen. Ich habe jetzt nur so lauwarmes Wasser genommen, also lauwarme Brühe. Wenn man die natürlich etwas wärmer macht oder vorher kochendes Wasser nimmt oder so, dann verkürzt sich die ganze Pre-Phase natürlich ein bisschen. Aber rechne mal ungefähr 10 Minuten für die Pre-Phase. Wir sind jetzt mit Vorbereitungszeit und bei 35 Minuten. Bis jetzt kann ich damit gut leben, weil 30 Minuten. Wir haben noch 5 Minuten und dann ist die Speedy fertig. Ich hoffe, dass das Essen da drin dann auch fertig ist. Die 5 Minuten setze ich mich jetzt nochmal vors Gerät. Guck mir das ganze Spielchen ganz in Ruhe an und dann nehme ich euch mit, wenn das Ding fertig ist. Da wären wir wieder. Es hat Piep-Piep gemacht. Das heißt, die Speedy ist fertig. Knapp 41 Minuten. Wir schauen mal rein. 3, 2, 1. Meins. So. Das sind die Hähnchen. So, jetzt müssen wir natürlich mal schauen, dass wir die Hähnchen einmal kurz da rausnehmen. So, das sieht doch schon mal ganz nice aus. Wir gucken uns gleich an, ob die Dinger natürlich auch dann durch sind. So. Mal gucken, ob ich das mit einer Hand alles hinkriege. Also, Gitter raus. Und dann sind da unsere Nudeln. Ich glaube, ich habe zu wenig Flüssigkeit genommen, weil sonst wären die Nudeln da nicht so braun quasi. Aber wir rühren das Ganze mal durch. Die sind jetzt halt ein wenig überbacken quasi. Aber das soll eigentlich nicht so ein Riesenproblem sein. So, wir schauen nochmal. Dann sieht das Ganze nämlich so aus, wenn man das Ganze durchrührt. Ich werde das Ganze jetzt mal anrichten. Und dann sehen wir uns gleich nochmal mit einem fertigen Teller wieder. Zum besten Part. Ich probiere das Ganze. Angerichtet auf dem Teller sieht das Ganze dann wie folgt aus. Jo. Also, wir haben das Hähnchen. Ich habe das dickste Stück genommen, einfach um zu gucken, ob das Ganze durch ist. Gehst du bitte weg von meinem Teller? Warum kommst du eigentlich immer in die Küche, wenn ich hier am Film bin? Ist nicht nett von dir. Mein Hund hat Hunger. Dabei hat er doch schon gegessen. So, Hähnchen. Das sieht durch aus. Das ist durch. Könnte ein Ticken saftiger sein, ist aber sehr lecker. Nudeln. Die sehen gut aus, die fühlen sich an, als ob sie durch sind.
Die sind perfekt. Ich habe die jetzt nicht groß gewürzt. Da ist nur ein bisschen Salz dran. Eben die Creme Fraiche. Das könnt ihr natürlich verfeinern, wie ihr wollt mit den Kräutern. Das steht auch so im Rezept. Ich glaube, da steht was mit. Ja, Parmesan, je nach Geschmack, kann man da noch drüber tun und. Also auch über die Hähnchen zum Beispiel, Parmesan steht da und ja, Gewürze nach Wahl. Also da könnt ihr natürlich gerne noch so ein bisschen rumexperimentieren. Also unterm Strich, ein schnelles, ein einfaches, ein leckeres Rezept mit kompletter Vorbereitungszeit, mit Pre-Phase. Also von, ich nehme mir die Sache aus dem Kühlschrank, schnibbel meinen Brokkoli, wasch mein Fleisch, würze das Ganze, also mach mir die Gewürze fertig, stell mir das alles parat, bis hin zu einem fertigen Gericht in knapp 40 Minuten. Mit Pre-Phase, also mit der Aufwärmphase vom Gerät, mit kompletter Kochzeit. Ich denke, dass da 41 Minuten sehr gut ist. Ja, Ninja sagt 15 Minuten. Und ja, ich höre auch schon die Leute sagen, das kann ich mit einer Pfanne auch und mit einem Topf auch. Ja, kann ich. Aber dann habe ich zwei Töpfe dreckig, dann habe ich eine Pfanne dreckig. Muss dann alles spülen. Schon keinen Bock drauf. So habe ich nur das Gerät. Ich brauche nachher nur meinen Topf und die Crisp-Platte sauber machen. Das war's. Und ich brauche nicht nach dem Essen gucken. Ich klatsche dann in den Topf rein und brauche nicht gucken, kocht da was über. Ist das schon fair? Ist das schon fair? Muss ich nicht. Ich schmeiße da rein und dann ist fertig. Ich mag die Speedy. Ich werde natürlich auch nochmal gucken, dass ich ein Rezept raussuche, was vielleicht, weil das hier ist angegeben mit einem Einsteigerrezept, vielleicht gibt es da auch nochmal so ein bisschen was, was ein bisschen herausfordernder ist. Lecker, schnell, was soll ich sagen? Läuft. Gutes Gerät, macht was es soll, 15 Minuten. Nein, aber das sollte auch jedem klar sein, dass das natürlich nicht 15 Minuten sind. Aber ich denke, dass wenn man die Pre-Phase so mit einer, so zwischen 35 und 45 Minuten für ein fertiges Gericht, ich brauche nicht nach nichts mehr gucken, gutes Ding. Ich esse jetzt, weil es lecker. Ich suche in der Zeit schon mal das nächste Rezept raus. Das könnt ihr euch dann natürlich wie immer auf unserem Kanal angucken. Im besten Fall abonnieren, Glöckchen drücken, dann verpasst ihr das nächste Video auch nicht. Liken, teilen, abonnieren, netten Kommentar lassen, das ganze Programm. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Eure Cook Rebels.